Abend zu unserem Gottesdienst. Jörg ist heute nicht hier, wie ihr schon gemerkt habt. Er hat sich irgendwie gestern verletzt, musste ins Krankenhaus und ist krankgeschrieben worden. Und ja, so hat er mich gebeten, ob ich einspringen würde. Ja, und wir sind ja hier in 2. Mose. Und das letzte Mal haben wir uns so angeschaut, die Kleidung, die für die Priester oder für den Priester, für den hohen Priester gemacht worden ist. Und das war durchaus ein sehr wertvolles Kleidungsstück, um nicht zu sagen mehrere Kleidungsstücke, die zusammengeführt werden mit so einer Brustplatte mit Edelsteinen drauf und ja, mit besten Materialien hergestellt. Das alles Israel repräsentieren sollte und nahe am Herzen des Priesters sein sollte, aber eben nicht aus billigem Zeug hergestellt, nicht irgendwo in China oder so hergestellt, sondern das war Meisterarbeit. Das war wirklich sehr gut gemacht. Und es hat ja auch Jahrhunderte gehalten. Es waren Kleidungsstücke, die weitergegeben wurden. Der hohe Priester sollte das Kleidungsstück dann an den Folgenden weitergeben, sobald er von der Erde scheidet, hat sein Sohn es meistens übernommen. Und so ist das Priestertum über Jahrhunderte durchgegangen. Ich weiß nicht, ob diese Kleidungsstücke dann mal erneuert werden mussten, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall wird es dargestellt, wie die Kleidungsstücke des hohen Priesters aussehen sollten. Und die waren besonders. Der hohe Priester, den konnte man von Weitem erkennen. Und der Dienst wurde ja meistens dann in der Stiftshütte durchgeführt. Und man konnte sofort die Priester dort sehen, weil sie durch ihre Kleidung schon herausstachen. Die Bibel sagt uns in 1. Petrus 2, Vers 9, da heißt es, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Ich will jetzt nicht über den ganzen Vers hier sprechen, sondern herausnehmen, dass es hier heißt, dass wir, und das ist jetzt die Rede von Petrus, nicht an das Volk Israel, sondern an die Gläubigen, egal in welchem Land sie sich befinden, egal, was ihr Hintergrund ist, es ist das Wort an uns Gläubige. Und er nennt uns in diesem Zusammenhang ein königliches Priestertum. Wir sind Priester. Und was diese Priester so besonders machte, das wollen wir uns heute anschauen. Und zwar die Priesterweihe. Man konnte nicht einfach nur so Priester werden, sagen, ja, ich will Priester sein, gut, ich besorge mir die Gewänder und so weiter und bin dann Priester. Nein, es war nicht ganz so einfach. Man musste aus einem ganz bestimmten Stamm kommen, aus dem Stamm Levi. Und man musste ein Nachkomme von Aaron sein. Und auch das hat nicht ausgereicht. Man musste geweiht werden als Priester.
Und Gott macht hier in 2. Mose 29 uns so eine richtige Aufstellung, wie dieses Weihfest sein sollte. Es sollte was ganz Besonderes sein. Es sollte auch lange gefeiert werden. Es war nicht so eine Sache, die so ganz schnell ging. Und das war so, dass jetzt bei der Weihe der hohe Priester mit 7 Tagen geweiht wurde und jeder hohe Priester nach ihm auch das gleiche Ritual durchgehen musste. Seine Weihe war dann auch immer 7 Tage. Also es ist was ganz Besonderes. Und wenn Gott uns ein königliches Priestertum nennt, dann ist es etwas ganz Besonderes. Es ist nicht so was Einfaches. Es ist nicht das Fußvolk. Es ist jemand, der dem Herrn besonders nahe steht. Hier, lass uns das mal anschauen. Ich weiß nicht, wie weit wir kommen. Ich hoffe, dass wir schon ein bisschen weiter kommen. Wir schauen uns das Kapitel 29, wie gesagt, zum Teil an. Und was hier geschieht, sind ja Instruktionen, die Gott dem Mose gibt. Wahrscheinlich, als er 40 Tage und Nächte auf dem Berg Horeb war. Wahrscheinlich hat er da ihm diese verschiedenen Schritte gezeigt, die Stiftshütte aus dem Himmel ihm vorgeführt, aber auch dann die Priester vorgestellt und wie diese Weihe sein sollte. Weil es wird hier in aller Ausführlichkeit dargestellt. Und und Mose kommt dann später ein paar Tage vom Berg runter und sieht, wie das Volk dann da das goldene Kalb anbetet. Und zwar der Aaron, der hier geweiht werden sollte als Hohepriester, ist Tage später unten beim Feiern mit einem Kalb, das er auf Geheiß des Volkes hergestellt hat. Schon sehr merkwürdig. Aber hier ist Gott, der erstmal sagt, wie die Priester geweiht werden sollten. Und hier heißt es, und dies ist es, was du mit ihnen tun sollst, sie zu heiligen. Heiligen heißt hier abzusondern, sie besonders zu machen. Die Heiligen, das waren Leute, die sich von dem Gewöhnlichen abgesondert haben, damit sie mir den Priesterdienst ausüben. Nimm einen Jungstier und 2 Widder, ohne Fehler, dazu ungesäuertes Brot und ungesäuerte, mit Öl gemengte Kuchen sowie ungesäuerte mit Öl bestrichene Fladen. Aus Weizengrieß sollst du sie machen. Dann lege sie in einen Korb und bringe sie in dem Korb da und den Stier und die 2 Widder. Es ist interessant, dass Gott hier so ganz klare Instruktionen erstmal gibt, was Mose so als Vorbereitung für diese Weihe haben sollte. Er sollte vorbereitet zu dieser Weihe kommen. Und er sollte einen Stier dabei haben, er sollte 2 Widder dabei haben, er sollte ungesäuerte Brote und Fladen und Kuchen dabei haben, um dieses Fest zu machen. Es war eine Sache, die nicht nur für einen kurzen Augenblick war, sondern das hat Zeit genommen, bis dann diese Priesterweihe durch war. Es brauchte Zeit. Gott hat Zeit. Und ja, wir können es von Gott lernen, dass wir uns Zeit nehmen vor dem Herrn. Und wie gesagt, hier wird ganz genau gesagt, was
Mose dabei haben sollte. Er sollte vorbereitet kommen. Wir kommen zu den Diensten in der Gemeinde, in den Gottesdiensten, oft so unvorbereitet. Wir machen uns nicht viel Gedanken. Wir entscheiden uns dann kurz und kommen dann zum Gottesdienst. Es ist gut, wenn wir vorbereitet kommen, so wie Mose vorbereitet kommen sollte. Er sollte alles dabei haben. Stellt euch vor, da ist diese Priesterweihe und der Stier fehlt, der ganz dringend nötig ist. Mose sollte den Stier schon vorher dabei haben. Er sollte diese Widder dabei haben. Er sollte diese ungesäuerten Brote, die man auch extra herstellen musste, er sollte alles dabei haben, wenn es zu diesem Fest kommt. Wir sollten uns auch immer wieder Gedanken machen, wie komme ich vor dem Herrn? Bin ich vorbereitet? Mache ich mir Gedanken über das, was bevorsteht? Oder denke ich nur, ja, mal sehen, was kommen wird? Oft ist es dann für uns auch, ja, wenn wir unvorbereitet kommen zu dem Herrn, dann fehlen uns Dinge. Die sollten nicht fehlen, die sollten da sein. Es sollte alles da sein, als Mose diese Weihe machen würde. Die Weihe, die findet ja erst später statt. Mose ist auf dem Berg Horeb. Die Weihe findet erst in 3. Mose Kapitel 9, glaube ich, statt. 9 oder 8. Irgendwo da ist dann die Weihe umgesetzt worden. Aber hier ist Gott, der Mose vorbereitet, was, an was er alles denken sollte. Und wie gesagt, er sollte alles dabei haben. Und dann heißt es weiter, dann lege sie in einen, ja, das haben wir schon gelesen, und dann Vers 4. Aaron und seine Söhne aber sollst du an den Eingang des Zeltes der Begegnung herantreten lassen und sie mit Wasser waschen. Ist schon interessant, es ist ja dieses Fest der Weihe. Und was passiert hier? Aaron und seine Söhne, die werden an den Eingang des Zeltes der Begegnung, der Stiftshütte, gebracht. Und das Erste, was geschieht, sie werden gewaschen. Könnt ihr euch vorstellen, Aaron, der älter war als Mose, das war ja sein älterer Bruder, und dann seine Söhne, alles schon Leute, die ein bestimmtes Alter erreicht haben. Sie werden vor die Stiftshütte gebracht, nicht hineingebracht, sondern vor die Stiftshütte, da, wo sie alle Menschen sehen können. Das ganze Volk Israel kann sie sehen vor der Stiftshütte. Da werden sie hingebracht und da werden sie erstmal gewaschen. Ich weiß nicht, ob sie vollkommen nackt waren oder nicht, keine Ahnung, ist uns hier nicht geschrieben, aber die werden dann später angezogen und es scheint, dass sie nicht viel Klamotten anhatten bei dem Waschen. Das geschieht auch nur einmal. Danach werden die Hände und Füße gewaschen, aber hier bei der Weihe werden sie gewaschen. Das ist das Erste, was hier geschieht. Und zwar andere waschen sie. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du von anderen gewaschen wirst. Oft ist es sehr erniedrigend, wenn andere dich waschen. Im Alter passiert das dann, wenn man nicht mehr kann, wenn man sich auch nicht mehr wehren kann. Aber hier ist Aaron und seine Söhne und die werden gewaschen. Nicht sie dürfen sich waschen, sondern sie werden gewaschen. Wir als Christen, wir als königliches Priestertum, auch wir wurden gewaschen. Wenn wir zu Jesus kommen, dann ist er, der uns wäscht.
nicht wir. Er macht uns rein. Ich hab dabei an 1. Johannes 1, Vers 9 gedacht. Und da heißt es, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Er reinigt uns. Wir bekennen unsere Sünden. Wir kommen sozusagen als dreckige Menschen da vor diese Stiftshütte, vor dem Zelt der Begegnung, und wir stehen da dreckig. Und wir werden gereinigt. Wir bekennen unsere Sünden und er reinigt uns. Nicht wir reinigen uns, er macht das. Wenn wir zu Christus kommen, ist es das Erste, was er an uns tut, dass er uns reinigt. In Epheser 5, 25 bis 26, da spricht er die Männer an, aber er sagt dann auch, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, sie reinigend durch das Wasserbad im Wort. Er hat sich für uns hingegeben, damit wir gereinigt werden. Und zwar durch das Wasserbad im Wort. Das Wort Gottes reinigt uns. Wir lesen es, wie wir auch jedes vielleicht andere Buch lesen würden. Aber wenn wir das Wort Gottes lesen, bewirkt es etwas in uns. Es reinigt uns. Ich habe mal von jemandem gehört, die Person sagte, ja, ich lese die Bibel, aber ich vergesse so vieles, so schnell wieder. Dann sagte jemand als Antwort, ja, okay, wenn du jetzt ein Sieb hast, wenn dein Gedächtnis wie ein Sieb ist, wenn du ein Sieb hast und es vielleicht dreckig ist und du es in das Wasser tauchst oder Wasser durch das Laufen lässt, dann wird das gereinigt. Auch wenn du es vergisst, was du liest, du erfährst Reinigung, wenn du das Wort Gottes liest. Deswegen die Ermutigung, lasst uns im Wort Gottes bleiben, lasst uns das immer wieder lesen, wir werden dadurch geheiligt. Es ist das Wasserbad im Wort. Und Titus 3, Vers 5, da heißt es, rettete er uns nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes. Wiederum ganz deutlich dargestellt, nicht wir machen das, nicht wir können das, wir werden gereinigt. Wir haben dazu nichts persönlich beigetragen. Wir werden gereinigt. Durch das Wort, durch den Heiligen Geist haben wir gerade gelesen. Und in Offenbarung 1, Vers 5, da heißt es, und von Jesus Christus, der treue Zeuge ist, der Erstgeborene der Toten und der Fürst der Könige der Erde, dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden erlöst hat durch sein Blut. Das ist schon ein Übergang zum weiteren Teil, aber auch unsere Erlösung ist durch sein Blut, nicht weil wir etwas Gutes getan haben. Viele verstecken sich ja hinter dem Argument, ja, ich tue ja so viel Gutes, da kann der Gott nichts gegen mich haben. Aber das hilft eben nichts. Gutes tun ist gut. Ich ermutige jeden, Gutes zu tun. Aber das rettet uns nicht. Weil es muss an uns geschehen. Nicht, was ich getan habe, zählt, sondern was an mir getan worden ist.
Das zählt. Ja, und dann geht das weiter. Vers 5. Hier heißt es, darauf sollst du die Kleider nehmen und Aaron bekleiden mit dem Leibrock, das ist so ein Untergewand, dem Oberkleid des Ephods, dem Ephod und der Brusttasche und ihm den Gurt des Ephods umbinden. Auch hier geht es weiter so, dass wieder Aaron einfach nur dasteht und er wird bekleidet. Er wurde gewaschen, jetzt wird er bekleidet. Ihm werden die Kleider gegeben, nicht die er selber hergestellt hat. Die wurden von Meistern hergestellt. Wie ich schon sagte, das waren wunderschöne Gewänder, die für den Hohepriester gemacht wurden. Da war Gold, da waren Edelsteine dabei. Das war wirklich wertvoll. Wahrscheinlich würde man das in unserer Zeit irgendwie in Safes einsperren, damit keiner da was klaut, weil das so wertvoll war, wie das hergestellt worden ist und welche Edelsteine dabei waren. Aber das wurde ihm angelegt. Er hat nichts dafür getan. Er durfte es einfach empfangen. Zuerst die Erniedrigung des Waschens. Christus wäscht uns, er macht uns sauber. Wenn wir unsere Sünden bekennen, da ist er treu und gerecht. Das haben wir in 1. Johannes gelesen. Wir werden gewaschen, wir werden gereinigt. Wir werden aber auch mit neuen Kleidern angetan. Unser altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben fängt an. Wir kriegen neue Kleider. Und diese Kleidung, die Kleidung der Gerechtigkeit, der Rechtfertigung, wird uns gegeben. Die können wir uns nicht kaufen. Wir werden mit diesen Bekleidung angetan. In Offenbarung 3, Vers 5, da heißt es, wer überwindet, der wird so mit weißen Kleidern bekleidet werden. Es geht dann weiter, aber das ist dieses Stück, was ich jetzt erwähnen wollte. Er wird bekleidet werden. Wir dürfen auf neue Kleider hoffen. Und wir haben sie schon jetzt. Wir haben dieses Kleid der Gerechtigkeit schon jetzt. Dann heißt es weiter in Vers 6, dann setze ihm den Kopfbund auf sein Haupt und befestige das heilige Diadem am Kopfbund. Er hat auch ein kostbares Kopfbund bekommen und da stand auf goldenen Lettern drauf, heilig dem Herrn. Das wurde ihm jetzt zum ersten Mal aufgesetzt, dem Hohepriester. Er durfte das zum ersten Mal jetzt tragen. Und dann heißt es weiter, nimm das Salböl, gieße es auf sein Haupt und salbe ihn. Der Hohepriester sollte gesalbt werden. Jeder von uns wünscht sich gesalbt und gesegnet zu werden. Aber hier ist es der Hohepriester, der gesalbt wird. Und auf sein Haupt wird Öl gegossen. Das Öl ist ja in der Bibel sehr oft so ein Sinnbild für den Heiligen Geist. Er sollte mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Im Psalm 133, Vers 2, da heißt es, wie das edle Öl auf dem Haupt, das herabfließt auf dem Bart, auf den Bart Aarons, der herabfließt auf den Halssaum seiner Kleider. Es wurde nicht mit Öl gespart. Wenn wir am Sonntag Geschwister salben, dann machen wir ein bisschen Öl drauf. Da wurde nicht mit Öl gespart. Da wurde richtig Öl drauf gegossen.
Der Heilige Geist ist reichlich für uns da. Nicht nur ein bisschen. Es läuft von Haupt runter. Und bei, für uns heißt es in 1. Johannes 2, Vers 20, und ihr habt die Salbung vom Heiligen und habt alle das Wissen. Ihr habt die Salbung vom Heiligen. Wir, die wir das königliche Priestertum sind, wir sind auch gesalbt. Wir haben den Heiligen Geist. Der Heilige Geist wirkt in uns Reinheit. Er wirkt in uns, dass wir auch Wissen haben. Wir sind gesalbt. So wie Aaron gesalbt wurde, sind wir gesalbt. Wir sind die Gesalbten. Wir sind das königliche Priestertum. Könige wurden gesalbt und Priester wurden gesalbt. Wir sind das königliche Priestertum. Wir sind doppelt gesalbt. Und dann heißt es weiter im Vers 8, auch seine Söhne sollst du herantreten lassen und sie mit Leibröcken bekleiden. Dann umgürte sie mit dem Gürtel Aaron und seine Söhne und binde ihnen die hohen Turbane um. So soll ihnen das Priesteramt zu einer ewigen Ordnung sein. Und du sollst Aaron und seine Söhnen die Hände füllen. Es ist Aaron und seine Söhne, die da vor dem Herrn stehen. Und seine Söhne werden auch besonders für den Dienst ausgerüstet. War Aaron und seine Söhne so besonders heilig? Waren die so besonders religiöse Menschen? Wir wissen, dass zwei seiner Söhne kurze Zeit später mit fremdem Feuer spielen und der Herr sie dahin rafft. Sie waren nicht von Natur aus jetzt zu hochheiligen Menschen gemacht worden. Ja, sie sind berufen zum Amt und auch hier werden sie alle vier Söhne bekleidet und werden für das Amt bereitet. Aber dadurch wurden sie nicht unbedingt zu Menschen, die super heilig sind. Wir, wie gesagt, lesen später, dass der Herr sie strafen muss, weil sie nicht gehorsam sind dem Herrn. Und trotzdem werden sie gesalbt. Und trotzdem sind sie hier bei der Zeremonie dabei. Aber die Reinigung von Aaron und den Söhnen war nicht nur das Waschen. Es geht weiter. Es waren auch Opfer, die dargebracht werden mussten. Und das lesen wir auch hier im Vers 10. Jetzt kommt es nämlich. Auch sollst du den Stier vor dem Zelt der Begegnung heranführen. Und Aaron und seine Söhne sollen ihre Hände auf den Kopf des Stiers legen. Das war, und das werden wir auch später sehen, immer wieder bei dem Opfer dabei gewesen, dass sie ihre Hände auf das Opfertier legen mussten. Und legen heißt hier nicht einfach nur so sanft auf den Kopf legen, sondern richtig drauflegen. Sie sollten ihre Hände drauflegen und damit sagen, ich identifiziere mich mit diesem Opfertier. Und meine Sünde soll jetzt auf dieses Opfertier übertragen werden. Ich bin selber nicht rein. Ich muss ein Opfer bringen. Und ich bringe meine Unreinheit und lege sie auf dieses Tier. Spurgeon hat gesagt, stellvertretend akzeptieren, dass sie sich freuten, dass der Herr dieses Opfer an ihrer Stelle annehmen würde. Als sie ihre Hände auf den Ochsen legten, legten sie
ein Sündenbekenntnis ab. Sie haben sich mit dem Tier identifiziert und haben gesagt, meine Sünde, die übertrage ich auf dieses Tier. Das war dann später, als das Opferritual dann eingeführt wurde, immer so, dass man seine Sünde über den Tieren, die geopfert werden sollten, bekannte. Und dann wurden sie geopfert. Für die Menschen damals im alten Israel, als Jesus noch nicht da war, wurden so viele Tiere geopfert, weil die Menschen immer wieder sündigten. Und sie mussten immer wieder ihre Sünde über dem Tier bekennen. Und das Tier wurde dann geopfert. Da heißt es im Vers 11, dann schlachte den Stier vor dem Herrn am Eingang des Zeltes der Begegnung. Das geschieht, wie gesagt, alles unter der Aufsicht aller anderen Personen. Alle können das sehen, was da passiert. Und alle konnten sehen, wie Aaron gewaschen wurde, aber auch wie Aaron sich mit dem Tier identifiziert und es dort geschlachtet wird, vor ihnen. Und dann heißt es weiter, Vers 12, nimm von dem Blut des Stiers und tu es auf deinen Finger an die Hörner des Altars. Und alles übrige Blut sollst du an den Fuß des Altars gießen. Und nimm alles Fett, das die Eingeweide bedeckt, dazu den Lappen über der Leber und die beiden Nieren und das Fett, das an ihnen ist, und lass dies alles auf dem Altar als Rauch aufsteigen. Das war jetzt die Zeremonie dieses Opfers. Und wir lesen dann im Vers 14, dass es das Sündopfer ist. Bestimmte Teile, die mussten auf dem Altar, auf das Feuer gelegt werden, und das musste verbrennen. Und das waren die besten Teile, die wir später dann auch im Opferkult lesen werden, die geopfert werden sollten. Immer wieder ging es um diese besonderen Teile. Und weiter heißt es, das Fleisch des Stiers aber samt seiner Haut und dem Inhalt seines Magens sollst du außerhalb des Lagers verbrennen. Ein Sündopfer ist es. Das Fleisch, der Inhalt des Magens, musste außerhalb des Lagers verbrannt werden. Das Beste sollte auf dem Altar geopfert werden. Das andere, das Fleisch, die Haut, all das musste verbrannt werden. Ich habe irgendwo gelesen, dass jemand gesagt hat, wir haben versagt, unser Bestes für Gott zu geben. Dieses Tier gibt jetzt sein Bestes, um unser Versagen zu sühnen. Und wir beschließen jetzt zu leben und unser Bestes zu geben, so wie dieses Tier, das an unserer Stelle stirbt. Dieses Sündopfer ist deswegen nötig, weil wir versagt haben. Weil wir Gott nicht die Ehre gegeben haben, die wir geben sollten. Und deswegen musste damals in Israel dieses Tier als Sündopfer sterben, damit wir eine neue Orientierung bekommen, unser Bestes Gott zu geben. Ja, und dann geht es weiter. Es ist nicht das einzige Blutopfer, das gebracht werden musste. Es geht einfach weiter. Da wurde der Stier getötet als Sündopfer. Und jetzt geht es weiter mit Vers 17. Und du sollst den Widder und seine Stücke zerlegen, seine Eingeweide und seine Unterschenkel waschen und sie auf seiner Stücken und auf seinen Kopf legen. Den ganzen Widder aber sollst du auf dem Altar als Rauch aufsteigen lassen. Ein Brandopfer für den Herrn ist es. Ein wohlgefälliger Geruch. Ein Feueropfer
ist es für den Herrn. Der Widder musste auch, oder ein Widder musste auch wieder geschlachtet werden als ein Brandopfer. Das Brandopfer wurde ganz dem Herrn geopfert, sozusagen, ich gehöre ganz dem Herrn. Und auch da mussten die Priester, wahrscheinlich habe ich das nicht gelesen, Vers 15 heißt es danach, nimm den einen Widder und Aaron und seine Söhne sollen ihre Hände auf den Kopf des Widders legen. Dann sollst du den Widder schlachten und sein Blut nehmen und es ringsum an den Altar sprengen. Ein Ritual, das gemacht werden sollte als Brandopfer. Ein Geruch, ein Wohlgeruch für den Herrn. Um zu sagen, wir haben versagt, unser alles Gott zu geben. Hier gebe ich ein Opfer dar. Diesen Widder, der als ganzes Opfer für den Herrn auf den Altar verbrannt wird. Das war das zweite Opfer, ein Brandopfer, ein Feueropfer für den Herrn. Und dann Vers 19, das dritte Tier, der zweite Widder. Und nimm den zweiten Widder und Aaron und seine Söhne sollen ihre Hände auf den Kopf des Widders legen. Immer wieder dieses gleiche Ritual, die Hände auf den Kopf legen. Dann sollst du den Widder schlachten und von seinem Blut etwas nehmen. Jetzt wird es interessant. Und es auf das rechte Ohrläppchen Aarons und auf das rechte Ohrläppchen seiner Söhne tun. Auch auf den Daumen ihrer rechten Hand und auf die große Zehe ihres rechten Fußes. Das übrige Blut aber sollst du ringsum an den Altar sprengen. Hier wird wieder ein Widder geopfert, aber das Blut wird an das rechte Ohrläppchen Aarons gestrichen, an den rechten Daumen, an den rechten großen Zeh. Und das hat uns was zu sagen. Wir nehmen sehr viele Sachen durch unsere Ohren wahr. Viele laufen ja fast den ganzen Tag mit irgendwelchen Stöpseln in den Ohren und hören sich irgendwas an. Und wir hören uns auch immer wieder Dinge an. Und Gott wollte hier sagen zu Aaron, dein Ohr, pass auf dein Ohr auf. Pass auf, was du so hörst. Hör dir gute Dinge an. Hör dir nicht den Mist an, der so viel in unserer Zeit verbreitet wird. Hör dir gesunde Sachen an. Sachen, die dir helfen und nicht Sachen, die dich verunreinigen. Pass auf das, was du hörst. Heute würde ich vielleicht auch sagen, auch unser rechtes Auge müsste gesalbt werden, weil wir auch aufpassen müssen, was wir sehen. So viele Einflüsse kommen auf uns und es sind nicht unbedingt gute Einflüsse, nicht gute Dinge, die wir sehen, die wir hören. Deswegen müssen unsere Ohren geweiht sein, dem Herrn geweiht sein, zu hören, was der Herr uns sagen möchte. Und nicht, was die Welt uns an Schrott Tag für Tag erzählt. Dass wir das Reine in uns hineinlassen. Und dann damit auch nur an das Reine, an das Schöne, an das Gute denken. In 2. Timotheus 2, Vers 16. Da werden wir angewiesen, da heißt es, die unheiligen, leeren Geschwätze aber vermeide.
Es wird so vieles geredet, was nur leeres Geschwätz ist. Und dann heißt es weiter, denn sie werden zu weiteren Gottlosigkeiten fortschreiten. Wenn wir uns leere Geschwätze anhören, ansehen, im Fernsehen, im Internet, egal wo, das wird uns nicht zu Gottseligkeit führen, sondern wird es von Gott wegführen, werden zu weiteren Gottlosigkeiten fortschreiten. Wir müssen aufpassen, was wir hören. Und leider ist es so, dass vieles, was uns in den Medien gesagt wird, nicht heilig ist und uns eigentlich von Gott wegführt. Lasst uns da aufpassen, dass wir auf die guten Dinge hören und nicht auf die Dinge, die uns zum Schlechten verführen. Der rechte Daumen, die Hand, die Hände, die sind uns gegeben worden, damit wir was machen können, damit wir was schaffen können. Aber auch da, unsere Hand muss geheiligt sein. Die muss Gott geweiht sein, um Gutes zu tun. Man kann auch so viel Falsches, so viel Schlechtes mit unseren Händen tun. In unserer Zeit, unsere kleinen Smartphones. Was kann man da alles eingeben? Wie schnell kann man da auf Sachen kommen, die nicht gut sind für uns? Lass deine Hände geweiht sein, dem Herrn geweiht sein, um Gutes zu tun. Und dann der große C. Da ist die Frage, wo gehen wir hin? Wie leben wir? Wie ist unser Wandel? Im Psalm 119, Vers 101, da heißt es, von jedem bösen Pfad habe ich meine Füße zurückgehalten, damit ich dein Wort bewahre. Das sagt der Psalmist. Ich habe aufgepasst, wohin meine Füße gehen. Und ich habe meine Füße zurückgehalten, damit ich dein Wort bewahre. Und in Epheser 5, Vers 15, da heißt es, seht nun zu, wie ihr wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Unsere Füße sollen dem Herrn geweiht sein. Unser Hören, unser Tun, unser Gehen, unsere Füße, die sollen dem Herrn geweiht sein. Sie sollen auf dem Pfad Gottes sein und nicht irgendwie irgendwo unterwegs sein. Weiter in Sprüche, nicht in Sprüche, in 2. Mose 29. Und nimm von dem Blut, das auf dem Altar ist, und von dem Salböl und sprenge es auf Aaron und auf seine Kleider und auf seine Söhne und auf die Kleider seiner Söhne mit ihm. So werden er und seine Kleider und seine Söhne und die Kleider seiner Söhne mit ihm geheiligt. Es waren doch schon heilige Kleider, die er anhatte. Es waren doch schon besondere Kleider. Aber es musste weitergehen. Und er sollte Öl und Blut nehmen und sie zusammen auf die Kleider sprengen. Man würde sagen, oh, diese schönen weißen Kleider, die werden doch sofort mit Blut und Öl verdreckt. Aber nein, es sollte die Salbung sein. Es sollte Blut sein. Es sollte Öl sein. Es sollte das Blut, das für uns geopfert worden sein, oder für uns geopfert worden ist, das sollte es sein, das auf uns gesprengt wird. Und es sollte der Heilige Geist sein, der auf uns gesprengt wird. Wir brauchen beides. Wir brauchen Blut. Wir brauchen Öl. Und das beides sollte dafür dienen, dass seine Kleider geheiligt sind. Ich sehe schon, dass die Zeit fast vorbei ist.
lese nur noch ein paar Verse weiter. Dann nimm von dem Widder das Fett, den Fettschwanz und das Fett, das die Eingeweide bedeckt, dazu den Leberlappen, die beiden Nieren und das Fett, das an ihnen ist, sowie die rechte Keule, denn ein Widder des Einsetzung ist er. Denn ein Widder des, der Einsetzung ist es. Also hier wurde ganz etwas Besonderes gemacht. Die ersten Brand, das Brandopfer und das Sündopfer, das wurde immer wieder gemacht. Wahrscheinlich täglich wurden diese Opfer dargebracht. Aber dies ist ein ganz besonderes Opfer. Es ist der Widder der Einsetzung. Das wurde besonders hier für Aaron und seine Söhne gemacht. Vers 23, ferner ein fladenförmiges Rundbrot, einen Ölbrotkuchen und einen Fladen aus dem Korb der ungesäuerten Brote, der vor dem Herrn steht. Und lege das alles auf die Hände Aarons und auf die Hände seiner Söhne und schwinge es als Schwungopfer vor dem Herrn. Also es sollte präsentiert werden vor dem Herrn. Dann nimm es von den Händen und lass es auf dem Altar über dem Brandopfer als Rauch aufsteigen, zum wohlgefälligen Geruch vor dem Herrn. Ein Feueropfer ist es für den Herrn. Und nimm die Brust von dem Einsetzungswider, der für Aaron ist, und schwinge sie als Schwingopfer vor dem Herrn. Sie soll dein Anteil sein. Das sollte für sie sein. Und heilige die Brust des Schwingopfers und die Keule des Hebopfers, die geschwungenen und die aufgehobenen, aufgehoben worden ist, von dem Einsetzungswider, von dem, was für Aaron und von dem, was für seine Söhne ist. Und es soll Aaron und seinen Söhnen zukommen, als eine ewige Ordnung bei den Söhnen Israel. Denn es ist ein Hebopfer. Und ein Hebopfer soll es sein bei den Söhnen Israel. Ihr Hebopfer von ihrem Heilsopfer für den Herrn. Das sollte jetzt für die Söhne Aarons sein. Das sollten sie essen. Damit sollten sie feiern. Damit sollten sie vor dem Herrn die Zeit verbringen. Es war meistens so, das würden wir später lesen, aber ich bleibe jetzt stehen, weil wir schon so weit fortgeschritten sind mit der Zeit. Aber es war meistens so, dass die Feste in Israel alle etwas mit Essen zu tun hatten. Irgendwann, irgendwo sollten sie vor dem Herrn essen. Sie sollten sich Zeit vor dem Herrn nehmen und essen. Der Herr scheint uns gerne zuzuschauen, wenn wir essen. Diese Dinge, die wurden gekocht und die sollten sie dann vor dem Herrn verzehren. Sie durften sie nicht bis zum nächsten Tag übrig lassen, dann mussten sie verbrannt werden. Aber sie sollten vor dem Herrn feiern. Und wir lesen dann später auch, dass sie 7 Tage feiern sollten. Und an diesen Tagen wurden diese Opfer dargebracht. Selbst am Sabbat. Und das war gewollt so. Normalerweise musste man am Sabbat ruhen. Aber hier bei diesen Festen, die durften auch am Sabbat gefeiert werden. Auch da durften die Tiere geschlachtet werden. Auch da durften die Opfer dargebracht werden. Und auch da durfte man feiern und ja die Hebopfer essen. Wir sind gerettet worden. Wir sind königliche Hohepriester. Wir sind vor dem Herrn und wir dürfen auch immer wieder feiern. Wir dürfen daran denken, was Gott für uns getan hat. Und wir haben hier ja, das Abendmahl vor uns stehen, an dem wir uns immer wieder erinnern, dass jemand unsere Schuld auf sich genommen hat. Wir dürfen sozusagen unsere Hände auf Jesus legen. Und Jesus sagt, deine Schuld ist dir vergeben. Ich bin dafür gestorben. Und Jesus war das vollkommene Opfer.
Wir haben nicht die Zeit, in Hebräer zu lesen, die Verse, die da über den Hohepriester, über Jesus, den Hohepriester, geschrieben stehen. Aber er ist der Hohepriester. Und er ist auch das Opferlamm, das für uns gestorben ist. Und wir dürfen daran denken. Lass uns das jetzt auch heute tun. Ich bitte jetzt mit uns zusammen. Lieber Vater, danke, dass wir dein Wort haben. Und Herr, wenn du uns hier die Weihe Aarons und seiner Söhne vor Augen stellst, dann merken wir, wie wichtig es für dich war, dass Aaron und seine Söhne rein sind vor dir, gereinigt durch das Baden, durch das Waschen, gereinigt durch die verschiedenen Opfer, die sie dargebracht haben. Jesus, danke, dass wir heute nicht diese Opfer darbringen müssen. Du bist das wahre Opfer, du bist für uns gestorben, danke dafür. Und danke, dass wir einfach nur daran denken dürfen, was du für uns getan hast. So bitten wir dich, dass du uns jetzt auch segnest, wenn wir das Abendmahl feiern. Amen.